Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück in unserem Krieg gegen die Dänen, aber vor allem gegen die Holländer. Und nach anfänglichen großen Erfolgen sieht es doch jetzt kritisch aus. Eine verlorene Schlacht, vor allem überraschend, war, dass wir nicht damit gerechnet haben, der Bürgermeister natürlich nicht damit gerechnet hat, dass die Holländer so schnell, so stark wieder zurückkommen werden, nachdem sie eigentlich völlig erledigt waren. Ja, offenbar sind dort die Geldreserven groß, die Söldnerheere ebenfalls, vielleicht auch die Bevölkerungsressourcen. Das ist schon enorm und das Problem dabei ist, dass wir jetzt natürlich immer mit dem Freiheitsbestreben der Lauenburger und der Mecklenburger zu kämpfen haben. Das wird vermutlich demnächst akut werden, weil mit jedem verlorenen Lübecker Bürger die aufmüpfiger werden. Ein zusätzliches Problem ist, dass wir hier beim Eifer jetzt unten angekommen sind. Das heißt, der positive Eifer-Fokus hier auf Stabilität, der uns plus 1 diplomatische Reputation bringt, was uns wiederum minus 3% Unabhängigkeitsbestreben bringt, ja, der ist runter. Und deswegen, um das für die Zukunft mal wieder ein bisschen besser hier zu gestalten, werde ich mal die Stabilität erhöhen. Kostet zwar unheimlich viel Geld aufgrund unserer geringen, was heißt Geld, Machtpunkte, aufgrund unserer geringen republikanischen Tradition, dennoch ist das meines Erachtens sehr wichtig. Okay, was wir dann noch machen werden, ist, wir können noch einen Anführer rekrutieren. Wir haben eine relativ hohe Armeetradition. Vielleicht haben wir Glück und bekommen einen guten Mann. Das könnten wir jetzt echt gut gebrauchen. So. 3031. Naja, okay. Manöver 3, immerhin Belagerung 1 dabei. Das könnte hilfreich sein. Dann werden wir den hier auch gleich an die Spitze der Armee stellen. So, soweit dazu. Und dann brauchen wir natürlich jetzt Söldner. Söldner, Söldner, Söldner. Ich würde mal sagen, warte mal, was ist unser Armeelimit derzeit? 14, 19. Ja, ich würde mal sagen, 7 Söldner. Kompanien können wir ruhig gebrauchen. So, mal gucken, ob die rechtzeitig kommen. Und vor allem brauchen wir sie wegen des Unabhängigkeitsbestrebens. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt diesen Eifer hier manuell deaktiviere oder ihn auslaufen lasse. Ja, mal sehen. Mal sehen. So, jetzt haben wir es schon. Jetzt haben wir schon das Problem. Lauenburg. Achso, und übrigens sollten wir auch hier belagern. Weiter. Mal gucken, ob es uns möglich ist. So, Sachsen-Lauenburg verlässt jetzt hier unsere Armee, kehrt zurück. Ich weiß nicht, was die Mecklenburger hier machen. Die müssten eigentlich zu uns kommen, weil die sind noch unter 50%. Komisch ist, na, wir warten mal das Monatsende ab. Eigentlich müsste das jetzt hier deaktiviert werden. Und wir haben fehlerhafte Produktionsforschung. Diese neuen Techniken in unserer Produktion sind gerüchteweise fehlerhaft und mehrere führende Adlige treten dafür ein, sie abzuschaffen und zu den alten getesteten Methoden zurückzukehren. Neue Techniken sind fehlerhaft. Wie tickt unser Mann? Industriell. Ja, das ist eigentlich ein Kernthema von ihm. Ich glaube, in der Hinsicht ist er aber eher innovativ und wir sagen, wir ignorieren sie. Sie sollen mal so weitermachen. So, jetzt kehren die Mecklenburger zurück. Das Problem ist, dass sie direkt jetzt hier in die Armee der Holländer laufen werden. Das ist natürlich richtig doof. Möglicherweise müssen wir jetzt hier helfen. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Eifer los? Jetzt müsste es sein. Ist der dann trotzdem immer noch basismäßig aktiv? Ja, tatsächlich. Der bleibt aktiviert. Der bleibt aktiviert, auch wenn wir gar nicht genug Punkte haben. Na gut, okay. So, wir brauchen die Lauenburger. Wir müssen Lauenburg nochmal weiterentwickeln. Die müssen jetzt bitte zu uns zurückkehren. Das ist jetzt schon wichtig. Wo machen wir das? 44, machen wir das mal hier. Und was geben wir dafür aus? Diplomatiepunkte. So, jetzt sind die Lauenburger wieder mit dabei. Warum kehren die nicht zurück? Was ist hier los? Warum stehen die da rum? Hallo. Kommt bitte, wir brauchen euch jetzt. So, hier ist eine ostfriesische Armee, die könnten wir zerschlagen. Aber irgendwo ist auch die holländische Armee, das ist das Problem.
Aber komm, wir riskieren es jetzt. Wir legen los. Ja, toll. Sie. Nein, und da ist sie, die holländische Armee. Also bitte. Dann versuchen wir die Belagerung von Ostfriesland. Und ich frage mich, warum kommen diese beiden Armeen nicht zu uns? Was ist hier los? Jetzt, wo sie wirklich brauchen können, sind sie nicht dabei. Da kommen sie. Okay, hervorragend. Da sind auch unsere ersten Söldner mit dabei. Die können wir gleich im Schutze dieser Armeen mitschicken. Erstmal dahin. Und dann wollen wir doch mal sehen. So, ah ja. Beziehungsverbesserung. Oh, schaut mal, hier ist die holländische Armee. Und deshalb trauen sie sich nicht. Jetzt ist klar. Vielleicht können wir dann aber Folgendes machen. Wir marschieren hier hin, geben hier einen Anführer mit dazu und erlauben den Anschluss. Vielleicht können wir hier eine Schlacht motivieren von Lüneburg aus. Mal gucken. So, was ich aber unbedingt machen möchte, wir haben Spionagenetzwerk in Holland jetzt stark ausgebaut. Da können wir dann jetzt auch mal die Rekrutierung sabotieren. Vielleicht ist das noch hilfreich hier im Krieg. So, Regierung geändert. Das ist alles nicht so entscheidend. Tja, belagern wir jetzt lieber hier oben Ostfriesland oder was machen wir? Hm. Ja, er kehrt um. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber er könnte uns hier einfach vernichten. In Ostfriesland. Das ist das Problem. Deswegen hoffe ich ja mal, dass ihr jetzt hier fein mit mir mitkommt. Am besten direkt hier hin. Ja, da sind sie nämlich schon, die Holländer. Und hier kommt es offenbar zur Schlacht. Und die kehren um, bitte. Das kann doch nicht wahr sein. Diese 24.000 Mann kehren um und lassen uns hier allein. Ich fasse es nicht. Können wir noch fliehen? 22., 21. Nein, wir können nicht mehr fliehen. Wir können dann nur mit denen mitziehen. Okay, ja, die sind hin, die Söldner. Jetzt ist die Frage, was passiert hier? Greifen die jetzt etwa an? Greifen die jetzt etwa an? Dann müssen die Mecklenburger jetzt aber mitkommen. Dann hätten wir eine Chance. Gott, was für ein Kuddelmuddel. Das werden wir mit unseren 12.000 Mann nicht mehr rechtzeitig erreichen. Das ist ja alles hier super heikel. Jetzt kommt es zur großen Schlacht, tatsächlich, an der wir halb beteiligt sind. Aber hier, das ist gar nicht so schlecht, die Situation. Wir können hier belagern und hier läuft eine Schlacht. Leider mit großen Geländemali. Na, mal sehen. Das wird heikel in jedem Fall. Da kommen auch noch die Ostfriesen dazu. Zahlenmäßig sind wir jetzt auf jeden Fall gleichwertig, aber die Geländemali, die hauen natürlich rein und jetzt kommen natürlich noch 4.200 Mann hier. Müssten wir doch mit der Armee runterkommen? Ich weiß nicht. Wir haben hier nochmal 1.000. Die bringen wir auch noch rein. Eieiei. Wir kämpfen wieder schlecht. Das ist das Problem. Jetzt läuft es wiederum ganz gut. Oh Gott. Wird das knapp. Wird das knapp und verlustreich. Das Coole ist, die Verluste tragen jetzt weitestgehend unsere Vasallen, was deren Freiheitsbestreben natürlich extrem runterbringt. 42, 41. Insofern gar nicht so schlecht. Und die holländische Armee muss sich jetzt auch erstmal ohne Ende erholen. Naja. Wäre trotzdem schön, wenn wir es siegen könnten. Aber wäre gut, wenn Reinhard Porrep seine Sache mal ein bisschen besser machen würde. Tatsächlich, diese Schlacht ist gewonnen worden. Mit hohen Verlusten. Auf Seiten unserer Vasallen. Was haben wir denn eigentlich verloren? Achso, nee, das sehen wir jetzt nicht im Detail. Ach, na gut, aber immerhin gewonnen. Der Kriegsstand würde es uns danken. Und wir können hier nach wie vor die Holländer blockieren. Das ist schon ganz gut. Und hier läuft die Belagerung weiter. Bei minus 21%. So. Jetzt fassen wir die endlich mal zusammen. Haben wir hier... Wir müssen endlich mal das hier belagern, damit wir auch einen Anführer zuweisen können selbst. Ach, die Dänen sind hier auch noch aktiv. Na gut.
So. Okay. Lüneburg ist wieder in unserer Hand. Böhmenfrieden mit Memel. Da scheint aber keine gebietsmäßig nichts passiert zu sein. Und Thomas de Greve bekommt die und wir legen die Regimenter zusammen. Das sind ja nur Söldnerregimenter. Wie ist jetzt der Stand der Dinge? 1919. Ich werde nochmal zwei ausheben. Vielleicht sogar für die Armee auch nochmal zwei Kanonen vielleicht. Nee, das machen wir nicht. Das ist Verschwendung, das brauchen wir jetzt nicht. Kavallerie? Ist so teuer, ne? Es wird Geld knapp. Da wird das Geld knapp. Stichwort Geld knapp. Wir gucken mal. Das läuft noch alles. Heikel. So, wir sind bei minus 21%. Die Frage ist, können wir hier. Ist die Moral bei unseren Verbündeten? Ist das die Gesamtmoral unserer Armee? Wir könnten nämlich jetzt hier eigentlich vorgehen, ne? Das sollten wir auch tun. Okay, jetzt stehen wir in Hannover und können zumindest diese Passage absichern, dass hier niemand durchkommt. Und könnten, das könnten wir auch in Paderborn allerdings machen, könnten dort oben auch zur Hilfe kommen. Oder wir konzentrieren alle unsere Truppen dort. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich glaube, wir ziehen auf jeden Fall nach Paderborn, dann sind wir zumindest handlungsfähig. So, da stehen wir jetzt. Und er marschiert gen Süden. Nach Nassau. Ja, die Belagerung ist so wichtig, dass die jetzt erfolgreich wird, weil dann hätten wir nämlich mal einen Punkt gegen die Holländer. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Hier die große Manpower unserer Verbündeten, die immer mal wieder durch Gefechte verringert wird. Und hier oben unsere Hauptarmee, die unbeschadet bleibt. Und dadurch das Unabhängigkeits. Was ist denn da noch los? Auch die Dänen, die habe ich ja ganz vergessen. Können wir da einen Ausfall machen? Warte mal, wie viel haben wir denn da? Wir haben eine Garnison von 7000 Mann. Gott, das macht man so selten. Wie geht denn das nochmal mit dem. Achso, ich muss auf das. Ach, das ist ja keine Belagerung. Dann können wir auch keinen Ausfall machen, oder? Nee. Ja, leider, die 1000 werden weg sein. Da ist nichts zu machen. Das war ein Fehler. Vielleicht sollten wir ja auch die Rekrutierung kurz mal beenden, der Söldner. So, na gut. Jetzt haben wir hier die Holländer. Die Frage ist, die Moral ist immer noch schlecht. Können wir einen Angriff wagen? Ich denke, wir treiben sie jetzt hier mal fort, um hier die Zeit zu gewinnen. Ja. Allerdings wird jetzt die Moral immer besser. Berg. Hier ist kein Fluss dazwischen. Und der General ist auch deutlich besser. Das kommt auch noch hinzu. Ich glaube, wir ziehen mal hier hin. Okay, sie ziehen nach Westfalen, dann ziehen wir nach Paderborn. So kommt ihr nicht durch, meine Freunde. So wird das nix. Wir wollen hier oben nur die Belagerung hinkriegen. So, die blöden Dänen hauen wieder ab. Aus Lübeck. Die Stadt können sie nicht belagern, dazu sind sie einfach zu wenig. So, die Frage ist, versuchen wir es nochmal hier mit weiteren Söldnern? Ich denke, wir sollten es versuchen. Wir müssen ein bisschen besser aufpassen. Also, nochmal diese beiden. Okay, 7%. 7%. 14%, das läuft. Die Armee ist auch relativ stark hier unten jetzt mit 24.500. Ansbach bricht Bündnis mit Mainz. So, hier haben wir 1000 Mann, die können wir jetzt hier unten schnell hinschicken, bevor sie wieder von den Dänen angegriffen werden. Wo sind die Holländer? Was tun sie? Ach so, was natürlich auch jederzeit möglich ist, dass sie ihre blöde Flotte holen und dann ihre Armee hier oben wieder irgendwo anlanden. Auch das ist möglich. Aber wichtig ist, dass wir hier diese
diese Belagerung schaffen. Das wäre jetzt mal wirklich wichtig. So, Schleswig wird von Dänemark besetzt. Ach so, verdammt, das ist ja das Kriegsziel. Okay, da müssen wir uns dann auch nochmal drum kümmern. Aber erst sollten wir das hier belagern. Zu Ende belagern. Das ist jetzt wichtiger. So, 26.000, 27.000. Und wir haben eine Wahl in dieser Situation. Okay. Florian Lieb, ich glaube, das ist die zweite Wahl, der sich stellt. Wir haben wieder den Kriegsbonus. Deswegen wird gewürfelt. Wenn er wieder gewählt wird, dann sinkt gleichzeitig aber auch dramatisch die republikanische Tradition, was auch zu Schwierigkeiten führen könnte. Mal gucken. Also, er hat wieder eine 50-50 Chance und ich will tatsächlich... Ich habe mit dem falschen Würfel gewürfelt. Okay, nochmal. Jetzt. Ich wähle eine 5. Das heißt, er ist abgewählt und wir müssen gucken, wie die Chancen hier sind. Ja, relativ eindeutig für die Händlerfraktion. Ich nehme wieder meinen 10er Würfel und ich würfel eine 0. Das heißt, eine 10. Und das heißt, ein Gildenmann wird überraschenderweise Bürgermeister. Gegen alle Wahrscheinlichkeiten. Oha, in dieser Situation. Was soll das bedeuten? Also, Viktor Ackermann ist der neue Bürgermeister. Und die Gilden erhalten entsprechend Einfluss. Ich gucke hier kurz nochmal nach, ob ich was justieren muss. Ja, so gering hat es darf nichts sein. Okay, mal gucken, was der Ackermann für eine ist. Vielleicht ist er ja mal ein militärisches Genie oder so, dann würde ich ihn tatsächlich zum Anführer machen. So, hier haben wir schon nette 28.000. Und noch immer trauen sich offenbar die Holländer nicht vorbei. Wir haben hier 28% und damit ist Ostfriesland in unserer Hand. Großartig. Okay, das die blöde Sache dabei ist, das bringt uns zwar jetzt ganz schön Siegpunkte gegenüber den Holländern, aber ihre große Flotte blockiert hier unsere Gebiete und das kostet so unglaublich viel an Kriegsstand. Wir können uns das mal angucken. Schaut mal hier, Blockade in Ostfriesland minus 4,6, Blockade in Holstein minus 3, Blockade in Rostock minus 5 und Blockade in Lübeck minus 10 und Blockade in Westjylland minus 7. Das heißt, es ist unfassbar. Wenn ich das mal so hochrechne, sind das 7, 12, 20, 30 Punkte Kriegsstand, die wir durch die Blockaden verlieren. 30 Punkte. Das ist der Hammer. Mit diesen Punkten könnten wir sonst was gegen die Niederlande erreichen. Oh mein Gott. So, was machen wir jetzt? Eigentlich müssten wir jetzt die Dänen hier erledigen. Wir werden mit der Armee, die blockiert hier hervorragend den Zugang zu unseren Gebieten, werden wir hier stehen bleiben und mit dieser Armee uns jetzt um Dänemark kümmern. Nochmal um Schleswig. Ich hoffe, sie fliehen da nicht vorher. So, er ist ein Gelehrter. Technologiekosten reduzieren sich. Na gut. Wir könnten natürlich auch weiter belagern, aber... Ja, jetzt hauen sie natürlich ab. Jetzt hauen sie natürlich schon wieder ab und wir können das auch nicht verhindern. Ach, das ist doof. Ob man da eine Reservearmee stehen lässt, um das zu verhindern, ich weiß nicht so genau. Vielleicht ist das gar nicht so doof. Ich meine, die Dänen können nicht mehr... Mehr als diese 4.000 werden sie wohl nicht hinkriegen. So, hier unten haben wir 30.000. Aha, da ist jetzt die holländische Armee. Okay. Ja, ich würde mal sagen, 30.000 gegen 23.000 sollte man doch hinkriegen. Warum kommen wir da nicht hin? Wollt ihr mich veräppeln? Das ist doch unsere Festung. Das ist so ein System, was mich echt frustriert. Also diese Festung scheint jetzt unsere Bewegung hier hinein zu blockieren. Kann das wahr sein? Warte mal, ich glaube, wenn wir in Bremen uns Militärzugang holen, dann können wir von der Seite aber rein, weil hier der Ausgangspunkt dann ist. Das ist doch aber absurd, oder? Die Festung gehört uns und wir können doch nicht hinmarschieren? Ist das absurd oder ist das absurd? Wir können doch nicht hin. Da können wir hin, aber da nicht. Also,
Da kann mir einer erzählen, was man will, aber diese ganze Festungsregel ist so gegenintuitiv. Ich kann jetzt also ins Feindesland marschieren, wo ich die Festung nicht halte, aber ich kann nicht dorthin marschieren, wo wir die Festung selber halten. Das ist doch unmöglich, oder was? Kann euch wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt haben wir erstmal gleich Schleswig wieder. Was uns den Kriegsstand bringt. Und jetzt muss ich ein bisschen darüber sinnieren, ob wir hier so eine Art Schutztruppe lassen. Oder erwischen wir die manchmal? Warte mal, wir erwischen sie. Ha! 14. Dezember, 10. Dezember. Komm, diesen Erfolg nehmen wir noch mit. Dass wir diese kleine dänische Armee, diese fiese kleine Armee erledigen. Und zwar so, dass sie hoffentlich gewiped wird. Jawohl, hervorragend. Gut, also, das ist der Stand der Dinge. Wir kommen mit dem Freiheitsbestreben irgendwie recht gut klar. Noch 45, 46. Eifer ist jetzt deaktiviert und wir sind bei 46 inzwischen. Den können wir dann sogar bei Zeiten, wenn Not tut, wieder aktivieren. Auch für den Kampf könnten wir es mal im Notfall machen. Jetzt ist bloß zu überlegen, wie kommen wir an einen Frieden. Wir müssen vermutlich noch eine weitere Burg besetzen. Gleichzeitig ist dann aber unser gesamtes Gebiet offen. Das heißt, die Frage ist, wer ist schneller mit dem Besetzen von Friesland oder von Lübeck? Eieiei, Holstein hat eine schlechtere Festungsstufe. Friesland ist echt gut hier mit 6. Ja, also wir können ja mal spaßenshalber ganz kurz gucken hier bei den Friedensverhandlungen. Mit den Niederlanden. Kriegsstand minus 3%. Das ist nur durch die Blockaden. Das ist unglaublich. Tja, so ist der Stand der Dinge. Also ist es noch nicht, ich würde mal sagen, noch ist nicht, brauchen wir nicht alle Hoffnung aufgeben. Gegen die Dänen einen Gesamtfrieden zu schließen, ist überhaupt kein Problem. Die Frage ist, wie kommen wir gegen die Holländer weiter? Ja, also gerne würde ich beides schaffen, hier einerseits diesen Zuweg zu blockieren, andererseits Friesland zu belagern. Naja, mal sehen. Also das ist etwas, worüber man sich Gedanken machen kann. Jetzt ist erstmal die Staffel vorbei. Es geht dann also gleich spannend weiter in der nächsten Staffel. Ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei. Macht's gut, euer Steinballen.